So, und raus mit der Rute und schön absinken lassen. Und wir machen uns jetzt in der Zwischenzeit an die Skillpunkte. Die werde ich jetzt gleich verlernen. Alle, die ich so habe, ich habe gerade schon mal zusammengerechnet, 109 Skillpunkte sind es. Und dann werden wir das mal neu verteilen. So, der Köder ist auf 80 Meter angekommen. Wir machen hier nochmal ein bisschen Spannung drauf, damit hier vielleicht nebenbei noch was reingeht. Und wir machen uns jetzt hier an die Skillpunkte. Also, mein Ziel ist es, möglichst viele Skillpunkte frei zu haben. Ich bin Level 44 jetzt mit dem Account und werde jetzt versuchen, möglichst viele Skillpunkte fürs Meeresangeln frei zu bekommen und übrig zu behalten. Wie mache ich das? Ein ganz wichtiger Punkt wird sein, dass ich sämtliche Montagen, die halt so nice to have sind, nicht mehr skille. Zum Beispiel Spirulino. Und zum anderen mache ich hier bei diesen Routen, die auch nur nice to have sind und ja eigentlich keinen wirklich großen Mehrwert bieten, da lasse ich auch die Punkte rein und da kriegen wir richtig viele Punkte raus. Matchroute, ja, was ist denn hier der Knackpunkt bei Routen? Wir sehen es immer wieder, Wurfweite, Wurfgenauigkeit, ja, und Fischkontrolle, naja, also gerade bei den Matchrouten muss ich sagen, das meiste, was ich damit mache, ist vielleicht an der Tunguska angeln. Und wenn ich da so einen 8 Kilo Fisch vielleicht noch ein bisschen länger drillen muss, naja, dann drille ich ihn halt noch ein bisschen länger. Wenn man natürlich hauptsächlich mit der Pose unterwegs ist, hauptsächlich mit der Matchroute, vielleicht auch auf große Karpfen oder sowas, dann ist das natürlich was ganz anderes. Ist bei mir nicht der Fall. Dementsprechend habe ich hier auf jeden Fall schon mal Punkte frei. Dann kommen wir hier zum Spinning. Auch hier muss ich natürlich schauen, hier zum Beispiel Jerkbait. Zählt das gleiche. Wurfweite, Genauigkeit, Fischkontrolle. Braucht man das wirklich bei einem Hecht, der vielleicht 20 Kilo wiegt? Im Idealfall? Na, ich glaube nicht, dass das so zwingend notwendig ist. Hier lasse ich aber auf jeden Fall dann die Punkte in der Montage drin, denn darüber haben wir eine erhöhte Chance, Trophäen zu fangen. Also, das sind die wichtigen Punkte und das sind die bessere Kontrolle, den Fisch schneller und leichter rauskriegen. Ja, naja, dann drille ich halt ein bisschen länger. So mein Gedanke. Heißt also, da kommen die Punkte dann auch raus. Spinning-Route, da hadere ich natürlich mit. Ne? Da hadere ich natürlich mit, gerade wenn ich mir vorstelle, das Angeln am Yama, genauso wie auch mit der Stationärrolle dann. Ich bin wahrscheinlich immer noch recht viel am Yama unterwegs. Von daher werde ich da wahrscheinlich auch noch weiter Punkte rein investieren. Und genauso auch beim Grundangeln. Wobei ich da jetzt im Moment tatsächlich überlege, ob ich mir diese Punkte jetzt zurzeit spare und vielleicht dann im nächsten Level dann nochmal ein bisschen was reinmache. Denn die nächsten Wochen, vielleicht bis zum nächsten Level Up, bin ich ja hauptsächlich jetzt hier unterwegs. Und dann zählt natürlich hier auch das Gleiche, wenn ich mal nebenbei auf Karpfen angel. Naja, das bisschen Fischkontrolle kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Wurfweite, Wurfgenauigkeit, ja, kriegt man als erfahrener Spieler vielleicht auch noch hin, dass man so einigermaßen geradeaus wirft, schafft man auch ungeskillt. Also von daher haben wir hier schon einige Punkte übrig, einige Punkte wieder frei. Jetzt gucken wir hier nochmal eben rein. Ins Meeresangeln, hier hatte ich zwei schon verteilt. Die sind natürlich dann auch gleich wieder weg. Aber bei der Köderbeschaffung, da behalte ich tatsächlich hier meine 6 verteilten Punkte. Also 3 einmal ins Schaufeln und 3 in der Schöpfkelle. Und genauso selbstverständlich bleiben meine 5 Punkte hier in der Angelfutterzubereitung. Wenn du dir jetzt denkst, Alden, hey, ich hätte mal gerne so viele Punkte, dann bist du wahrscheinlich nicht so weit vom Level. Und dementsprechend solltest du dir vielleicht dieses Video da anschauen. Denn da geht es ums allgemeine Punkte verteilen, Skillpunkte verteilen.
im Anfängerbereich und im Midgame. Das hier jetzt wiederum ist ja natürlich nicht geeignet für jemanden, der noch weit unter Level 30 ist und sich denkt, ja, Heurika, irgendwann werde ich auch mal so weit sein, deswegen spare ich mir jetzt schon mal die Punkte. Also, wie gesagt, das ist jetzt eine Geschichte, die vielleicht etwas ist für hochlevelige Spieler und einfach nochmal, ja, ein Gedankenanschubser oder ein Austausch auch, wie ihr das denn macht. Von daher auch gerne mal unten reinschreiben, wie viele Punkte ihr denn überhaupt habt insgesamt und ja, wie viel ihr übrig behaltet. Denn da werde ich auch nochmal gucken. Also ich werde gleich schon mal anfangen. Ich denke, dass ich die meisten Montagearten skillen will. Und das wird viel. Das wird viel. Und ich bin wirklich gespannt. Aber ich glaube auch, dass das was bringt. Und dass wir dann mit der Zeit hier auch ordentlich noch was rausziehen können. Wird natürlich einiges noch dauern an Zeit und an Wochen. Ja, gucken wir mal rein. Ich setze mal eben zurück. Kratsching. Dann gucken wir mal eben nach dem Fisch. Jawohl. Eben beim Vorbeischleppen hier nochmal einen mitgenommen. Irgendwas Kleines. Ich schleppe hier gerade einfach nur mit der Köder-Jig oder Filet-Jig-Montage. Einfach hier übers Plateau. Und lass die hier einfach so ein bisschen treiben. Und dann gucken wir mal, was hier die ganze Zeit da so reingeht. So, na gucke mal da. Kleiner Rotbarsch. Auch hier wieder schön Skillpunkte für bekommen. Der erste Rotbarsch. Ja, auf dem Account. Vorher war das ja alles immer nur der Presse-Account. Ja, und jetzt hier mit dem richtigen Account geht es natürlich auch ans Eingemachte. Und jetzt muss man auch mal versuchen, hier was rauszuziehen. Ich treibe hier die ganze Zeit mal hier hin, mal hier jetzt wieder zurück. Ja, mal hin, mal her. Ich glaube, ich werfe jetzt hier einfach nochmal locker aus, lass wieder abtreiben und wir verteilen die Punkte. Ja, und ich fange, glaube ich, mit meiner wichtigsten Angelmethode an. Das, was ich am meisten mache, ist eigentlich Spinning. Wurfweite, Wurfgenauigkeit, Fischkontrolle. Mit der Wurfweite hadere ich zurzeit am meisten. Was ich allerdings als erstes machen werde, ist Punkte verteilen in die Montagen. Das heißt, wir gehen rein natürlich in den Spinner und natürlich auch in den Blinker. So, die haben wir schon mal drin. Dann gehen wir natürlich auch in den Jig rein. Hat gleichzeitig den Vorteil, dass wir durch den Jig jetzt auch hier Punkte haben im Meeresjig. Also nehmen wir das natürlich gerne mit. Dann brauchen wir natürlich auch Punkte im Wobbler. Denn was macht man ohne Wobbler am Archipel? Richtig. Und dann gucken wir hier nochmal weiter durch. Kickback brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dropshot und so weiter auch nicht. Topwater, Handhabung der Topwater. Ja, wäre schon mal gut. Genauso wie mindestens mal hier Texas Rig und Jerkbait. Tja, aber für diesen Fall kann man ja auch sagen, vielleicht verteile ich gar nicht so viele Punkte und wenn ich mal wieder alle Punkte haben will, nutze ich doch dann einfach sowas wie die Wechsler. Da sind alle drei Punkte drin. Wäre die andere Möglichkeit. Das heißt, wir haben dann zumindest auf diesen ganzen Jig-Montagen hier alle drei Punkte drin. Wenn ich denn mal mit Wecki-Rig oder hier Texas Rig rumhantieren will. Jig-Montage, wie gesagt, das lohnt sich vielleicht schon. Da passt das dann auch. Wird man ja auch irgendwann nochmal nutzen fürs Welsangeln. Aber ich denke, die anderen lasse ich im Moment erstmal weg. Wir gucken mal eben. Ja, wir haben hier immer noch Bewegung in Grundnähe. Kann weitergehen. Ja, Spinfischen. Also, ich lasse die tatsächlich erstmal weg. Ich habe hier einen Spinner für Yama, Blinker für Yama, Wobbler und Jiggen auch mal für Wels, beziehungsweise auch das fürs Meeresangeln. Spirulino lasse ich definitiv weg. Habe ich zwar in letzter Zeit gerne und recht viel verwendet, habe aber tatsächlich auch immer noch keine Trophy bisher auf Spirulino. Schwierig. Jerkbait, ja, behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Ist vielleicht im Moment kein Must-Have, aber
wenn ich gleich Punkte oder wenn ich sehe, dass ich Punkte übrig habe, kommen hier auch nochmal Punkte rein. Jetzt gucken wir nochmal beim Grundfischen. Das ist natürlich auch der nächst wichtige Punkt. Ja, und hier möchte ich eigentlich meine Punkte in der Karpfenroute haben. Was allerdings essentiell ist, Haarmontage. Also, klassische Haarmontage, essentiell. Nächster Punkt, Pop-Up Rigs, essentiell. Also, so. Und dann nach Jahren des Verwendens der Inline-Montage. Und das ist vielleicht auch für Spieler interessant, die vielleicht gerade das doch noch weiter schauen und sich denken, na, so weit bin ich gar nicht vom Level. Aber verwendet der nicht eigentlich immer Inline-Montage? Ja. Hat er auch jetzt einige Jahre gemacht. Aber davor habe ich jahrelang angefangen auch mit der Schlaufenmontage und ich werde wieder Schlaufenmontage skillen. Wird für mich eine Umgewöhnung. Ich habe tatsächlich auch Inline-Futterkörbe und Inline-Bleie und weiß der Geier was alles. Aber ich werde mal wieder die Schlaufenmontage skillen und bin sehr gespannt, ob ich da jetzt nach Jahren eine Veränderung feststelle. Wahrscheinlich nicht. So, dann machen wir hier natürlich nochmal eben schnell die Punkte rein in die Köderbeschaffung. Denn ich will weiter schaufeln können und genauso auch hier mit Special, also mit mehr Erfolg, was anderes hier mit dem Netz rausziehen können. Also, das haben wir dann drinne und genauso auch natürlich hier die Angelfutterzubereitung, damit wir dann gleich sehen, was haben wir denn gleich übrig. So, das sind jetzt erstmal essentielle Sachen. Also auf jeden Fall Angelfutterzubereitung. Das ist ja auch etwas, was man im Low-Level mit als erstes gut skillen kann, gerade wenn man auf Grund unterwegs ist. Ja, jetzt geht es halt an die Überlegung. Ich denke schon, dass ich jetzt gleich noch Skillpunkte investieren werde in die Stationärrolle. Ja, die Stationärrolle. Die große Frage. Steigerung der Wurfweite und Genauigkeit. Wurfweite und Genauigkeit. Merke ich das? Ich denke, ich werde es merken, spätestens am Yama. Und am, also alles, was eben kleines Angeln ist. Also, das bedeutet Belaya-Angeln. Yama-Angeln. Andererseits muss ich jetzt natürlich schon mal schauen, wie viele Punkte bräuchten wir denn hier eigentlich. So, wenn wir das hier durchschauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Also 24 Punkte. Für 24 Punkte hätten wir alle Montagearten. Ich glaube, ich mache das mal. Also, ich sehe zu, dass wir hier 24 Stück übrig halten und werde dann entscheiden. Ich habe auch noch im Blick, dass ich möglicherweise die Konventionalrolle skille. Allerdings überlege ich mir, ob ich das nicht dann mit dem nächsten Level mache. 1, 2, 3, 4 Punkte nochmal rein investieren. Also, das halte ich einfach nochmal im Blick, ob ich nicht gegebenenfalls nochmal einen Punkt mehr habe dann für die Konventionalrolle, dass ich dann mit Level 45 da Punkte rein investiere, damit ich weniger Energieverlust habe bei schweren Drills. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein bisschen angenehmer ist, dass man eben nicht so ausgepowert wird, gerade wenn man dann irgendwann später eine richtig gute Konventionalrolle hat, dass man dann eben, ja, die großen Brocken auch leichter drillt und dann dadurch nicht so leer gepumpt wird direkt. Also gucken wir direkt noch mal eben rein. Also dadurch, dass das hier jetzt für die großen und ganz schweren Brocken zählt, also für die Pilk- und Bootsroute, gehen jetzt hier als erstes mal die Punkte rein. Und genauso auch in die Stationärrolle, dann habe ich da nämlich das aus dem Kopf und weiß, dass ich auch später am, ja, an der Tunguska oder am, oder an der Yama auch noch gut auswerfen kann. Spinning. Spinroute sind 7 Stück. Auch das kommt hier rein. Dann habe ich das auch aus dem Kopf und kann mein Spinning schön weitermachen wie gewohnt. Und ja, habe dann das hier bloß nicht mehr drin.
Allerdings habe ich hier die essentiellen unten drin. Topwater interessiert mich noch. Jerkbait wäre was. Das sind dann nochmal 6 Punkte. Hätten wir noch 31. 31. 30. 29. 28. Ich gehe auf jeden Fall nochmal in die Matchmontage. Einfach immer wieder gut fürs Posenangeln. Und dann gehen wir hier nochmal rein im Spinning. Ja, Jerkbait wurde verbessert. Ich lasse mir die Chance nicht entgehen und nehme hier nochmal die Punkte. 1, 2, 3. Das sind natürlich jetzt so Liebeleien, ne? Das heißt also, wenn ihr euch eher denkt, ja komm, Alter, ich bin aber hier eher fürs Karpfen noch ansonsten unterwegs. Und ihr skillt hier dann vielleicht die Karpfenroute natürlich und vielleicht noch einen Snowman-Rig oder. Klarer Fall. Also das ist natürlich jetzt alles nach Vorliebe. Ich glaube, der Grundgedanke, was man weglässt, was man am wenigsten verwendet, ist, glaube ich, gut rübergekommen. Genau, Topwater will ich, glaube ich, noch. Wacky-Rigs mache ich zu wenig. Ist auch ein bisschen weniger effektiv zurzeit. Topwater ist aber auch immer wieder spannend und da geht auch vieles drauf. So, jetzt haben wir 28 Punkte. 28 Punkte noch übrig. Also passt das doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Siehste mal. 23, also 3 Punkte könnte ich noch. 24, 25, 26, 27, genau. 3 Punkte könnte ich noch. Also irgendwas könnte ich sogar mit 3 Punkten noch skillen. Und hätte dann tatsächlich noch... Hätte dann noch einen Punkt für die Konventionalrolle. Und mit dem nächsten Level Up könnte ich die komplett skillen. Wenn ich sie denn brauche. Oder ich investiere dann nochmal in die Karpfenrouten, aber ich denke im Moment noch nicht. Oder nicht zurzeit. Das werden wir dann später sehen. Also, so ist jetzt momentan meine Skillung. 28. Ich skill jetzt als erstes hier die Pilkmontage. Dann haben wir das auch schon durch, denn das verwenden wir ja jetzt auch schon. Und damit sieht das doch soweit erstmal gut aus. Konventional kommt noch nicht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier demnächst alles freischalten. 25 Punkte habe ich jetzt noch frei. Die brauche ich gar nicht mehr alle. Ja, und damit bin ich geskillt. Durchgeskillt mit all dem, was mir gerade wichtig ist. Und ich versuche jetzt hier weiter ein paar Brocken rauszuziehen. So viel dazu. Meine Two Cents, meine Gedanken quasi zum Verteilen der Skillpunkte. Wichtigster Punkt ist, glaube ich, dieses Weglassen der Route. Wurfweite, Wurfgenauigkeit, Fischkontrolle. Naja, wann braucht man die Kontrolle wirklich? Am Limit braucht man die Kontrolle. Deswegen, wenn man hart auf Stör geht, wenn man die ganz dicken Brocken vielleicht beim Karpfenangeln ständig hat, ja klar, dann braucht man natürlich sowas. Wenn man beim Spinning, beim Schleppen vielleicht die Kontrolle eher braucht, dann eher dabei. Ja, und wenn man sie jetzt hier bei den Meeresrouten braucht, im Moment brauche ich sie hier. Von daher volle Kontrolle aufs Meeresangeln. Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, es hat geholfen. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.